kommen zur Abschlusssendung. Abschlusssendung über Star Wars. Du warst Star Wars Fan, ich auch. Ich war auch mal ein Star Wars Fan. Vor langer Zeit hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit Star Wars was zu machen. Man hat sich zusammengesetzt. Bist du noch Star Wars Fan, Eva? Doch, bist du auch Star Wars Fan? Ja, yeah! Ich habe da noch einen Star Wars Fan sitzen, aber ich war mal Star Wars Fan. Jetzt bin ich nur noch Fan, aber im Ruhigen, ne? Wir sind nicht so, ne? Hast du denn schon irgendwelche Neuigkeiten? Also auch keine Neuigkeiten, ne? Ja, ich habe ganz viele Neuigkeiten. Wie gesagt, Obi-Wan Kenobi und so weiter und so fort, kommt alles nicht mehr. Die ganze Vorstellung, die ein Fan hat, bringt nichts. Heute hatte ich etliche gehabt, die mir unheimlich viele Figuren wieder verkaufen wollten. So viel Geld kann ich gar nicht anschaffen, wie die haben wollten. Der eine 3.500 hat es minutiös aufgeschrieben, was er alles hat und was er da gerne für haben möchte. Und wenn ich so sehe, dass, wie gesagt, Disney zur Ware wird, ja, nicht mehr als Objekt gesehen wird, es wird nicht mehr darüber philosophiert, ob die Figur schwer ist, ob die nach was aussieht, ob sie dem Schauspieler ähnelt. Nee, nur noch kostengünstig, alles in Ordnung. Wie viel kann ich dafür bekommen? Das macht keinen Spaß. Das ist für mich kein Fan. Also Fans, früher haben wir nicht über Geld gesprochen. Wir haben uns über die Filme unterhalten. Wir fanden die Filme gut. Einer ist losgezogen, hat die dann schnell besorgt. Wir haben uns die mit mehreren Leuten angesehen. Damals halt auf Röhrengeräten, heute auf Flat und Beamer und was war irgendwie 7.9.1, 9.1, je nachdem, wie der Geldbeutel reicht. Du bist Fan gewesen, ich auch. Willkommen zur neuen Sendung. Wir waren alle mal irgendwann irgendwas Fans. Also hier haben wir sehr viele Marvel- und DC-Freunde, die halt DC und Marvel mögen. Aber wie gesagt, sie kaufen nicht mehr, sie verkaufen. Sie sind also nicht mehr so, sie stehen davor und gucken, ja, sieht gut aus. Hm? Wir verkaufen diese ganzen Sachen aus. Zu Weihnachten 2019, jetzt nicht, 2018 bleibt alles noch so, wie es ist. Diese Figur dort von Riven, die wird noch bearbeitet, die muss noch schön werden. Die werden wir dann sicherlich auch anbieten oder so anbieten, dass jemand die dann für sich selbst zurecht, er sollte meine Statur haben, sollte um die 89 Kilo wiegen, sollte so um die 1,83 groß sein, dann kann er mit dieser Figur beziehungsweise gutes Cosplay. Am 11.11. könnte der Karneval damit rumlaufen oder halt am 31. Oktober könnte er bei Halloween auflaufen oder halt, wenn er wirklich noch Fan sein sollte, könnte er das dann halt als Cosplayer. So, die Cosplayer haben sich auch verändert. Es gab mal richtige Star Wars Cosplayer, ja. Die waren reinweg nur Star Wars. Sie haben sich auch nur um Star Wars gekümmert. Punkt, Ende. Jetzt sind es plötzlich auch wieder Marvel, Trekker, Horror, überwiegend Horror. Ich hatte also etliche hier, die von Star Wars, plötzlich, was ist denn jetzt mit dir denn los? Plötzlich nur noch Horrorbekleidung und alles haben wollten, Masken, blutverschmierte Klamotten und was weiß ich nicht alles, die sind plötzlich auf einem sogenannten Horror-Trip. Meiner einer ist auf einem Märchentrip, Grimm guckt da bei Netflix oder Witches oder wie die da alle heißen, diese sogenannten Hexenfilme. Ja, macht auch viel Spaß, weil Star Wars ist irgendwie die Luft raus, Clone Wars ist gelaufen, müssen wir warten auf 7, aber so wie 7 gestaltet wird, sind das ganz andere Figuren, ganz andere Geschichten, hat mit dem Ursprung nichts zu tun. Mir persönlich egal, weil ich schaue das alles an, ich werde immer ein sogenannter Star Wars Begeisterter sein, ich gehe aber nicht mehr damit in die Öffentlichkeit, ich renne also nicht mehr rum als Cosplayer, jedenfalls nicht im Star Wars Bereich und Sendungen über Star Wars mache ich auch nicht mehr, weil es langweilig ist, weil ist immer alles falsch. Die Webdia, die große Firma Webdia, die alles in sich, um sich hat, und dann tagtäglich aus verschiedenen Studios ein und dasselbe konzipiert, obendrein noch Geld damit verdient. Es gibt Sendungen, da zahlt ihr Geld ein, damit einer vor der Kamera steht und redet. Ja, das mache ich auch, kostet aber gar nichts. Und wenn hier einer mitmachen wollte oder mitgemacht hätte, haben ja, waren ja viele da. Und so, die haben natürlich etwas bekommen, ist klar, umsonst ist es nicht. Jeder hätte sich vorstellen können, jeder hätte da mitmachen können, jeder hätte da seine Sache zeigen können, aber wer nicht macht, jetzt zu spät. Du warst ein Fan von Star Wars, ich auch. Willkommen zur neuen Sendung. Wie gesagt, wir waren Fans der ersten Stunde. Wir haben Super 8, Normal 8, Super 8 natürlich mit Ton und auch stumm, haben wir uns dann Star Wars angesehen und nachher auf VHS. Ja, ach, waren das Zeiten. Nach 99 ging das so langsam und ab 2012, und 2015, E7,
E8 hat alles gesplittet, da ging es ja richtig zur Sache. Wow, wow, das war ja ein Riesenecho. Ja, und jetzt Han Solo, den großen Flop. Hoffen wir heute in 4 Wochen, dass wir den sehen können. Ne? Gucken wir dann, ne? Auf Leinwand, Han Solo. Ne? Ja, alles klar. Okay, ich spiele nur da weiter. So, wir müssen hier weiter. Wie gesagt, die neue Sendung heißt Wir waren Fans, du auch. Oder Ich war Fan, du auch. Oder Wir waren Fans. Oder Ich auch. Hm? Machen wir das so, mal schauen. Ich denke mir da was aus. Wie gesagt, es lohnt sich nicht, eine Sendung hochzuhalten. Es lohnt sich nicht, dafür wirklich zu arbeiten. Weil die Resonanz ist nicht da, die Zugehörigkeit ist nicht da, die Leute haben gar nicht mehr so Interesse, die schwirren da in irgendwelchen anderen Sachen rum, haben also nichts mit hier zu tun, das ist denen irgendwie, keine Ahnung. Und wenn dann halt Geld verdienen, hauptsächlich ein paar Minuten vor der Kamera sitzen, nee. Also wenn man vor der Kamera sitzt, muss man auch schwitzen, wenn man vor der Kamera sitzt, muss man auch reden, wenn man vor der Kamera ist, muss man auch darstellen, dass man Lust hat, mit der Kamera zu arbeiten, sonst macht das alles keinen Sinn. So, und jetzt verabschiede ich mich, ich fand es toll, dass ihr da wart, im Bereich Star Wars, wie gesagt, Star Wars ist zu Ende, das bringt nichts, Disney ist da ein bisschen merkwürdig, wie gesagt, McGregor sagt auch, wie, Obi-Wan Kenobi, ich habe gar kein, weiß ich gar nichts von, ich soll Obi-Wan, natürlich, klar, wenn sie mich fragen, mache ich das. Ne? Aber sonst, wie gesagt, ihr müsst schwer aufpassen bei YouTube, da sind sehr viele Fans, so sind keine richtigen Fans, aber sie haben halt Spaß daran, irgendwelche Sachen da ins Leben zu rufen, irgendwelche Sachen zu machen, Boba Fett zusammenschneiden, Obi-Wan Kenobi zusammenschneiden. Definitiv, laut heute, hat Disney gesagt, die machen das nicht. Die machen keine Spin-Offs mehr. Ja? E9 ist bis jetzt, wird gedreht, sind schon 15 Tage am Drehen. Da hört man nicht, dass es geteilt werden soll, dass es länger wird oder so. Nein. Solange JJ nichts sagt, ist nichts amtlich. Und JJ hat eh nichts gesagt, er hat ein paar Fotos getwittert. Dann war es das auch. Und wie gesagt, solange JJ nichts sagt, ist nichts amtlich. Und wie gesagt, WebDia ist die große Firma, die alles hat. Die Nerdkultur, IGN und wie die alle heißen, die ganzen Games, Filmpool und so weiter. Das ist eine Wahnsinnsfirma, die halt Informationen aus aller Welt holt, zusammenschaufelt, zu einem Ball formiert und euch entgegenwirft. Nehmt es an oder lasst es sein. Du warst Fan, ich auch. Verabschiede ich mich aus dieser Wahnsinnsgeschichte, die wir mal Star Wars hatten. 41 Jahre Star Wars hat so viel Spaß gemacht, dass man mit schwerem Herzen sich verabschieden muss und sagen, war schön, war toll, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, so viel Geld auszugeben für nichts und wieder nichts, kann man sich auch sparen. Aber wie gesagt, jedem das seine. Das hier ist die Videogeschichte für Fans, die mal Fans waren, die ausgestiegen sind, die gesagt haben, nee, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr das. Ne? Es lohnt sich ja wirklich nicht. Man kann sich kaum worübeln. Worüber soll man zum Teil? Über Resistance, Rebels, Han Solo, E7, E8, E9. Die Luft ist raus. Ist so. Also bis 4, 5, 6, das hat sowas von reingehauen. Rogue One hat nochmal so richtig gezogen, ja. Die 1, 2 und 3 mit Jar Jar Binks, da war ja richtig was los. Und Clone Wars, das ging ja noch. Ja, kann man bei Netflix Gott sei Dank noch sehen. So, Disney hat, wie gesagt, sehr viel verkauft. Bis 2025 darf man, ja, alles ist so halbherzig, ja. Wenn ich jetzt den Disney Stream Sender mir nehme und kann nur gewisses sehen, dann kann ich auch bei Netflix bleiben, ja. Netflix soll jetzt angeblich Han Solo bekommen, ist klar. Also Disney will schon Geld verdienen, also Disney ist es egal. Disney macht keinen Fanzauber. George Lucas hat einen Fanzauber gemacht, da hat es auch Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, für George Lucas zu arbeiten. Da war Disziplin, da wusste man, was man macht, man wusste, was kommt und so weiter. Bei Disney geht es nur ums Geld verdienen, ja. Da sollst du bei Netflix Clone Wars gucken und Han Solo. Bei Disney Stream später kannst du alles Mögliche sehen, aber nicht die Hauptfilme, weil die sind bis 2025 vermietet an einer anderen Stream-Gesellschaft. Ja? Was jetzt dieses Resistance soll so eine Art Manga-mäßiges werden, so merkwürdig, so kindermäßig. Nee, also Rebels war noch gut gezeichnet, gut dargestellt, machte Spaß. Ja? Und wie gesagt, du warst Fan, ich auch. Macht's gut.